Ein Puntino seine Abenteuer. Geschichte von einem ganz besonderen Marienkäfer. An einem schönen, warmen Maitag kommt auf einer Dachterrasse in Malcantone, das ist im Tessin, mitten in den Osterglocken und Tulpen, ein winziges Marienkäferli auf die Welt. Es ist ein ganz spezieller kleiner Käfer. Er hat nämlich nur einen einzigen Punkt auf dem Rücken. Was, das gibt's gar nicht. Ein Marienkäfer mit nur einem Punkt? Mal, das gibt's. Der kleine Käfer ist gerade der Beweis dafür. Er heisst Puntino. Das ist italienisch und bedeutet auf Schweizerdeutsch Pünktli. Alle Marienkäfer haben den lebhaft kleinen Kerl gern. Besonders gut versteht sich der Puntino mit dem kleinen Marienkäfermeidchen. Das heisst Nerina und hat 7 Punkte auf dem Rücken. Gerade 6 Punkte mehr als der Puntino. Und ein Marienkäfer mit 7 Punkten, das ist ein Glückskäfer. Den ganzen Sommer durch hat der Puntino auf der Dachterrasse ein richtig gutes und gemütliches Leben. Auf der Terrassenpflanze gibt es genug Gläuse zum Schnabulieren. Dann kommt der Herbst und dem Puntino ist es irgendwie nicht mehr so wohl. Er wird jeden Tag müder und müder und er muss auch immer wieder gähnen. Manchmal schläft er sogar beim Essen ein. Als ihm wieder einmal schon am heiter hellen Tag die Augen fast zugehen, denkt er, so kann es einfach nicht mehr weitergehen. Ich glaube, mir ist da langweilig. Ich will in die Welt rausfliegen und etwas erleben, jawohl. Aber zuerst will ich halt unbedingt ein bisschen schlafen. Und schon ist der kleine Marienkäfer Puntino zmitzt im Blumenbett eingeschlafen. Wo sich der Puntino auf den Weg, oder besser gesagt auf den Flug in die Welt rausmacht, weiss er noch nicht so viel von der Welt. Und schon gar nicht von Geografie. Er fliegt einfach drauf los, einfach der Morgensonne entgegen. Aber gleich einmal ändert er die Richtung. Die Sonne blendet ihn fest. Jetzt geht der Flug gegen Norden weiter, das ganze Vedeggio-Tal drauf. Der Monte Ceneri ist für den Puntino noch kein Problem. Der ist ja nicht so hoch. Und Bellinzona mit seinen trutzigen Bergen lässt er auch bald hinter sich. Aber dann, in der Leventina, dort werden die Berge links und rechts vom Tal immer höher und höher und rücken immer näher und näher zusammen. Jetzt wird es auch deutlich kälter. Vom Gotthard oben runter bläst dem kleinen Käfer ein bissiger Nordwind entgegen. Und es wird immer schwieriger, gegen den bissigen Nordwind zu fliegen. Der Puntino landet müde auf einer Alpweide. Und zwar direkt auf einem blauen Glockenblümli. Hallo, hallo, läutet das Glockenblümli. Wer kommt denn da auf Besuch? Ja, schau da, ein Marienkäferli. Und erst noch eins mit nur einem Punkt. Nein, so etwas. Glockenblume schüttelt ganz verwundert sein Köpfchen. Ist es schlimm, dass ich nur einen Punkt habe? Fragt der Puntino. Nein, sagt Blume. Sicher nicht, im Gegenteil. So bist du etwas ganz Besonderes, also mir gefällst. Wow, so ein schönes Kompliment. Der kleine Marienkäfer wird von Freude gerade ein bisschen röter, als er einen Weg schon ist. Nach einer kurzen Verschnaufpause erzählt der Puntino einem Glockenblümli von seinem Zuhause auf der Dachterrasse in Malcantone und von seinem langen und schwierigen Flug und vor allem, was er dabei so gesehen und erlebt hat. Dann nimmt er seinen ganzen Mut zusammen und fragt: Darf ich heute Nacht an deinem Schermen schlafen? Ich bin so müde, weisst du, ich bin mich nicht gewöhnt, so viel zu fliegen. Selbstverständlich, nickt Blume. Platz ist ja genug da. Komm nur rein und mach's dir bei mir bequem. Am nächsten Morgen ist der Puntino wieder topfit. Er hat im Blumenköpfchen wunderbar geschlafen. Danke vielmals für deine Gastfreundschaft, liebes Glockenblümli,
sagte Puntino. Es war mir wirklich unwohl bei dir. Aber jetzt muss ich weiter. Sag mal, warum fliegst du überhaupt in den Norden? Will die Glockenblumen wissen. Da kommst du schon gar nicht mehr weiter. Der Gotthardpass ist viel zu hoch und auch zu kalt für dich. Und durch den Autobahntunnel willst du ja nicht fliegen. In dieser stinkigen Abgasluft willst du nämlich glatt versticken. Dann ist meine Reise schon fertig, fragte Puntino enttäuscht. Nein, sagt Blume. Du musst nur deinen Reiseplan ändern. Flieg einfach in die andere Richtung, in den Süden. Mein Freund, der Schmetterling, hat das schon mehr als einmal gemacht. Und er hat mir von einem wunderbaren Land dort unten erzählt. Jetzt ist der Maria einfach ganz gewundrig. Ja, und was hat er berichtet? Will er wissen. Die Glockenblume erzählt dem Puntino alles, was sie weiss. Das Land im Süden heisst Italien. Dort wachsen Orangen, Zitronen, Granatäpfel, Mandeln, Feigen und süße Trauben. Überall blüht der Oleander in ganz vielen Farben. Und stell dir vor, fast rund ums ganze Land hat es ein grosses Wasser. Das sei so blau wie mein Glöckli. Die kleinen Blumen seufzen sehnsüchtig. Das muss wunderschön sein. Ich kann es leider nicht anschauen. Ich bin da fest angewachsen. Aber du hast es besser. Du kannst fliegen und du hast heute erst noch Rückenwind. Der Puntino überlegt nicht lang. Du hast mich überzeugt. Ich fliege nach Italien bis zum grossen blauen Wasser. Und wenn ich es gesehen habe, dann komme ich zurück und erzähle dir davon. Das ist abgemacht. Ciao! Und schon ist der kleine Maria von Puntino weg. Der Wind, der ihm gestern so viel Mühe gemacht hat, fährt ihm heute von hinten in die Flügel und dreht ihn so schnell gegen Süden, dass ihm dabei fast trümmelig wird. Der Puntino fliegt sogar über seine Dachterrasse in Malcantone, aber in so einem Tempo, dass er unmöglich zwischenlanden kann. Nur einen kleinen braun-gelben Käferdreck lässt er als Gruß fallen. Und weiter geht's. Zuerst im Flüssli Maliasina nach und dann über den Luganersee. Schon gleich darauf überfliegt der Puntino die Grenze zwischen der Schweiz und Italien. Und zwar ohne Pass oder Ausweis. Hey ja, so etwas braucht doch ein Marienkäfer nicht. Gegen den Abend sieht der Puntino eine grosse, laute Stadt mit vielen Autobahnen. Das ist Milano, Mailand. Er fliegt in einem grossen Bogen drumherum. Und kurz vor dem Sonnenuntergang entdeckt er ein saftig grünes Kleefeld. Genau das Richtige für die Nacht, denkt der Puntino. Und landet auf einer grossen, schönen, roten Kleeblume. Ein bisschen Kleezucker wäre schon fein, überlegt der Puntino. Aber zuerst muss ich etwas Richtiges zu essen haben. Fleisch. Flink kräselt der Puntino den Blumenstiel durchab und macht sich auf die Suche nach einer Portion Lüs. Aber das passt dieser roten Kleeblume überhaupt nicht. «Gang sofort weg!» sagt sie unfreundlich. «Du kützelst mich ja wie verrückt mit deinen vielen Beinen!» «Oh, excuse, Frau Klee, nichts für ungut!» entschuldigt sich der Puntino. «Aber hätten Sie vielleicht ein paar Lüs für mich?» Jetzt ist die Blume richtig beleidigt. Lüs? Ich doch nicht. Ich bin gesund und stark. Aber da gibt es sicher irgendwo ein paar magere Blumen mit solchen Ungeziefern. Ja, also bei so einer schnippischen Mamse will der Puntino einen Weg nicht bleiben. Er fliegt den Platz weiter und sieht auch schon gleich eine weisse Kleeblume mit einem Stiel, der voll von schwarzen Lüs ist. Das ist eine Nacht. Der Marienkäfer isst und hört erst auf, wo ihm schon fast der Bauch platzt. Die weisse Blume ist nicht so hochnäsig und einbildet wie die rot. Sie ist sehr dankbar, dass der Puntino die lästigen Plaggeister wegfrisst. Und zum Dessert gibt sie dem Puntino sogar noch ein bisschen von ihrem feinen Kleezucker.
Nach dem Festessen darf der Puntino erst noch auf einem vierblättrigen Kleeblatt schlafen. Das bringt dann Glück. Ganz früh am nächsten Morgen kützelt ein vorwitziger Sonnenstrahl den Marienkäfer so lange an der Nase, bis er muss niessen. «Hey, du Schlafkappe! Aufstehen!» lacht die Sonne. «Du hast heute noch einen langen Flug vor dir!» Der Puntino geinert laut und zufrieden. Dann streckt und reckt er jedes von seinen sechs Beinen und wäscht sich mit einem Teltropfen ins Gesicht. Zum Morgen verdruckt er noch ein paar extra feisse Läuse. Dann bedankt er sich ganz herzlich für alles bei den weissen Kleeblumen. «Gern geschehen», sagt die Blume. «Aber eigentlich müsste ich mich ja bei dir bedanken. Du hast ja so viel Läuse gefressen. Komm doch wieder mal vorbei, es würde mich sehr freuen.» Der Puntino fliegt weiter immer gegen Süden. Zuerst über eine grosse Ebene mit einem breiten Fluss und dann über ein paar Berge. Die sind nicht ganz so hoch wie der Gotthard, aber es ist ja so ein Krampf. Erst gegen den Abend wird die Landschaft wieder etwas flacher. Und wo dann die Sonne untergeht, beleuchtet ihre letzten Strahlen ein grosses Feld mit hohen gelben Blumen. Der Puntino hat keine Kraft mehr für eine elegante Landung. Er plumpst mitten auf so eine grosse Blüte. Oh, Entschuldigung, sagt er schnell. Ich kann das sonst viel besser, nur heute nicht, ich bin viel zu lang unterwegs. Aber die Blume lacht nur und sagt, va bene, ist doch schon in Ordnung. Nur gut, dass der Puntino Italienisch kann, sonst würden die Blumen gar nicht verstehen. Aber wo ist der Puntino überhaupt gelandet? In der Toskana, mitten zwischen Tausenden von Girasoli. So heissen nämlich die Sonnenblumen auf Italienisch. Girasoli. Der Puntino wird freundlich eingeladen, bei ihnen zu übernachten. Der Marienkäfer putzt sich zuerst einmal den Reisestaub von den Flügeln, Beinen und Fühlern und sucht dann die Blumen nach Läusen ab. Jetzt hat er einen riesengroßen Hunger. Satt und zufrieden sitzt er schließlich wieder auf den Sonnenblumen oben und will nichts anderes als endlich schlafen. Aber die Sonnenblumen lassen ihn nicht in Ruhe. Sie wollen unbedingt wissen, von wo er kommt und wohin er unterwegs ist. Und so erzählt der Puntino von seiner grossen Reise. Die Blumen rufen immer wieder «Ah!» und «Oh!» und zum Schluss sagen sie «Ma che brava piccola Coccinella! Was für ein mutig kleines Marienkäferli!» Unterdessen ist es dunkel geworden und der Puntino ist wirklich sehr, sehr müde. «Buonanotte! Gute Nacht!» wünscht er der Sonnenblume und macht dann die Augen zu. In dieser Nacht träumt der Puntino, er sei ein wunderschöner Schmetterling. Der flattert von einer Blüte zu der anderen und fliegt dann immer höher gegen den blauen Himmel auf. Das ist so schön. Am liebsten würde er jetzt laut juchzen. Aber dann wird es plötzlich ganz dunkel. Ein Sturm kommt auf und reißt so fest an seinen zarten Schmetterlingsflügel, dass er gar nicht mehr fliegen kann. Er geht auf die Erde runter. Da verwacht der Puntino und er muss sich festheben, dass er nicht auf den Boden runterfällt. Oh nein, es ist kein Traum. Es stürmt wirklich. Seine Sonnenblumen schaukeln im Wind wie ein Schiff auf den hohen Wellen. Der Puntino wird fast seekrank. Dazu blitzt es und donnert es fürchterlich. Und wenn dann auch noch grosse, dicke Regentropfen auf den Puntino runterplatschen, ist ihm ganz und gar nicht mehr wohl. «Calma, calma», sagt die Blume. «Musst du keine Angst haben. Kruch einfach unter meine Blätter, dann bist du geschützt und in die Schärme.» Der Puntino sucht sich schnell einen Platz unter einem grossen Blatt. So richtig gemütlich ist es zwar auch nicht, aber wenigstens ist es trocken. Endlich verzieht sich das Gewitter.
Der Wind bläst noch die letzten Wolken vom Nachthimmel und dann ist es wieder ruhig. Der Puntino kräsmet wieder auf die Blüten auf und schaut den glitzerigen Sternenhimmel an. Nach der unruhigen Nacht fuset der Marienkäfer bis weit in den Morgen hinein. Wo er dann ganz verschlafen in die Sonne blinzelt, sieht er auf seiner Blüte etwas kleines Grünes. Das kleine grüne Etwas war aber gestern Abend noch nicht da. Der Puntino reibt sich die Augen und schaut noch mal richtig an. Tatsächlich! Da sitzt ein grün-goldiges Käferli. Gerade etwa so gross wie er. Aber dem armen Kerli fehlt ja das halbe linke Hinterbein. Die zwei Käfer starren sich zuerst einmal ein Weile an. Dann sagt der grüne Käfer: «Buongiorno, guten Tag. Ich heiße Verdino und ich bin ein Grünling. Ich lebe hier bei den Sonnenblumen. Und wer sind Sie?» Auf so eine höfliche Frage gibt der Puntino natürlich eine höfliche Antwort. «Ich heiße Puntino und komme aus der Schweiz, aus dem Tessin. Und wenn ich auch nur einen einzigen Punkt auf dem Rücken habe, so bin ich doch ein richtiger Marienkäfer. Aber du musst nicht sie zu mir sagen.» Die beiden Käfer verstehen sich sofort prima. Der Verdino will natürlich wissen, wie und wieso dass der Puntino vom Tessin dahergekommen ist. Und darum erzählt der Puntino seine Geschichte gerade noch mal. «So», sagt der Verdino, wo der Marienkäfer mit seiner Geschichte fertig ist. «Du willst zum grossen blauen Wasser? Du meinst sicher das Meer. Das ist wirklich gross und blau und es ist wunderschön. Aber es ist im Fall noch weiter weg, gell?» «Und wieso weißt du das?» fragt der Puntino gewundert. «Hast du das Meer etwa schon mal gesehen?» Da wird der Grünling ganz traurig. «Ich bin am Meer geboren», sagt er. «In einem Pinienhain. Meine ganze Familie lebt dort. Aber mir hat ein Menschenkind gefangen und tief in den Hosensack gesteckt. Dort war es grusig, dunkel und stinkig.» Der Verdino schüttelt es jetzt noch, wenn er daran denkt. Aber dann erzählt er weiter. «Wie das ich schliesslich in die Gegend gekommen bin, weiss ich auch nicht. Ich habe rein gar nichts gesehen. Aber wo man mich nach ewig langer Zeit wieder aus dem Sack geholt hat, bin ich schon halb tot gewesen. Aus lauter Angst habe ich den gleichen Tag, ich sei wirklich tot. Da hat mich das Kind einfach an den Strassenrand herangerührt. Ich bin böse auf den Stein gefallen und habe dabei mein halbes linke Hinterbein verloren. Als mir es endlich wieder etwas besser gegangen ist, habe ich mich bis zu den Sonnenblumen durchgeschlagen und noch dürfen bei ihnen bleiben. Und jetzt lebe ich schon ziemlich lange da.» Der Verdino seufzt. «Weisst, es geht mir ja so weit ganz gut», sagt er. «Aber ich habe immer Heimweh nach meiner Familie und nach meinen Freunden und nach dem Meer.» Der Puntino versteht dem Verdino seinen Kummer gut. Er hat auch schon Heimweh gehabt, trotz seinem grossen Gewunder. «Wieso bist du denn nicht einfach zum Meer zurückgeflogen?» fragt der Puntino. «Wenn ich so mutig wäre wie du, hätte ich das sicher gemacht», meint der grüne Käfer. «Aber ich traue mich allein einfach nicht. Und mit nur 5,5 Beinen schon gar nicht. Ich habe Angst, dass sie mich alle auslachen.» Da reibt der Puntino seine Fühler an denen vom Verdino und sagt: «Jetzt bist du ja nicht mehr allein. Jetzt hast du einen Freund. Und morgen fliegen wir zusammen ans Meer. Du wirst sehen, das Zweite geht alles viel besser. Du hast nur noch 5,5 Beine und ich habe nur einen Punkt auf dem Rücken. Aber dafür haben wir zusammen. Wir schaffen das ganz sicher.» Der Rest vom Tag vergeht mit der Vorbereitung für die grosse Reise. Am Abend können die beiden vor Aufregung und Vorfreude kaum einschlafen. Wo der Mond spät in der Nacht vom Himmel auf die Erde herabschaut, sieht er einen grünen und einen roten Käfer, der auf einer Sonnenblume eng aneinander kuschelt und selig pfuset. Die zwei Freunde verwachen am nächsten Morgen schon, bevor es richtig hell ist. Sie sind auch schon gleich reisefertig. Der Verdino kann es schier nicht mehr erwarten, wieder heim zu fliegen. Und der Puntino ist so gespannt aufs Meer, dass er sogar fast ohne zu morgen losgeflogen wäre.
Sie bedankt sich bei den netten Sonnenblumen für alles. «Il piacere è tutto mio. Es ist mir ein Vergnügen gsi», sagt Sonnenblume. «Und wünscht noch buon viaggio, gute Reise!» Mutig starten die beiden Käfer zu ihrem weiten Flug. Und obwohl sie eigentlich keine Ahnung haben, wie weit der Weg ist, glauben sie ganz fest daran, dass sie es heute noch bis ans Meer schaffen. Der Verdino weiss, dass sie jetzt immer gegen den Sonnenuntergang fliegen müssen, also gegen Westen. Am kühlen Morgen ist der Flug ja noch angenehm, aber am Mittag brennt die Sonne vom Himmel. Keine Wolken ist um und die Luft flimmert nur so vor Hitze. Der Puntino und der Verdino haben gleich schüli Durst. Sie landen in der Nähe von einem Bach, essen und trinken und suchen dann ein schattiges Plätzchen zum Ausruhen. Aber kaum sitzen sie gemütlich auf einem grossen Blatt, gumpet ein riesiges grünes Ungeheuer auf sie zu. Die beiden Käfer verschrecken so fest, dass der Verdino bei einem Haar vom Blatt runterfällt. Sie sind auf dem Weg ans Meer, stottert der Puntino. Verschwindet sofort wieder, bitte machen Sie uns nichts. Das Tier schaut die beiden Käfer mit seinen grossen Augen an und sagt dann ganz freundlich: Ich bin der Saltaro, das heisst Springer. Ich bin ein Heuschreckenmann und ich habe einfach den grössten Plausch dran, alle anderen zu verschrecken. Aber nur keine Angst, ich tue euch gewiss nichts leid. Da schnaufen der Puntino und der Verdino das erste Mal tief durch. Und dann getrauen sie sich auch ein bisschen näher an den Besucher an. Hey ja, man muss sich doch kennenlernen. Aber der Saltaro ist jetzt gar nicht mehr an den beiden Käfer interessiert. Er putzt sich jetzt. Und das macht er sehr gründlich. Zuerst kommt der Kopf mit den Flügeln dran, dann das Gesicht, die Beine, der Bauch und die harten Deckflügel. Zuletzt breitet er auch noch für einen Moment seine blauen Unterflügel aus und lässt sie in der Sonne schimmern. Der Puntino und der Verdino bewundern die leuchtigen Flügel. Sie sehen die langen, seidigen Fühler und schauen in die grossen, goldgrünen Augen. Und sie staunen über die grossen, kräftigen Sprungbeine, die Zacken haben. Gerade wie eine Sage. Wo der Saltaro mit seiner Putzete fertig ist, kümmert er sich wieder um die beiden Käfer. «Also als Meerwender, wenn ich das richtig verstanden habe», sagt er und streicht sich dabei mit dem rechten Vorderbein über den Kopf. «Das ist aber noch weit. Das schaffen wir heute nicht mehr.» «Bist du ganz sicher?» fragt der Puntino enttäuscht. «Wir haben uns doch so drauf gefreut.» Und der Verdino sagt: «Es ist ja erst früh am Nachmittag. Man könnte doch noch manche Stunden fliegen, bis es dunkel wird.» Aber der Heuschreckmann schüttelt stumm den Kopf. Eine Zeit lang sitzen alle drei da und reden kein Wort. Die beiden Freunde sagen nichts. Sie sind so enttäuscht. Und der Saltaro schwiegt, weil er beim besten Willen nicht weiss, wenn er die beiden Käfer trösten soll. «Wie lange müssten wir dann noch fliegen bis ans Meer?» will der Puntino schließlich wissen. Da streicht sich der Saltaro wieder mit dem Bein über den Kopf. «Ja, hustet er. «Ich kenne mich mit dem Fliegen nicht so gut aus, aber meine Freundin, die Biene Sumsum, kann wirklich schnell fliegen und die braucht damit seinen ganzen Tag bis ans Meer.» Aber dann hat der Saltaro eine Idee. «Wisst ihr was? Wir gehen die Biene Sumsum grad selber fragen. Sie ist auf der Wiese am Bach am Nektar sammeln.» Das ist ein guter Vorschlag. Die Bienen kann ihnen sicher helfen. «Und wie kommst denn du ohne Brücke über den Bach?» fragt der Verdino der Saltaro. Der Heuschreckmann lacht und sagt: «Das ist doch für mich gar kein Problem. Ihr könnt sicher besser fliegen als ich, aber dafür bin ich Weltmeister im Gumpen. Darum habe ich ja noch einen zweiten Namen.»
Hoi, Gümper. Sie machen sich auf den Weg über den Bach. Der Saltaro hüpft elegant von einem Stein zum anderen. Er nimmt dabei immer wieder seine schönen Flügel zu Hilfe. Die beiden Käfer begleiten ihn. Es ist urlustig, übers Wasser zu fliegen und dazu ein paar kunstvolle Schlaufen zu trüllen. Dabei vergessen sie aber nicht, dass sie die Bienen Sumsum suchen. Und sie müssen nicht lange suchen. Sumsum hat nämlich den Saltaro schon von weitem gesehen und fliegt ihnen entgegen. Sum! Grüßt sie freundlich. Saltaro, seine Freunde sind auch meine Freunde. Sitzt doch ein bisschen ab. Ich brauche jetzt eine kleine Pause. Ich muss daheim meinen Nektar abladen. Meine Bluderhösli sind schon ganz voll davon. Sum! Sie hückeln zu vierten zusammen und der Saltaro erzählt seiner Freundin, wohin die beiden kleinen Käfer fliegen wollen. Ich habe ihnen schon gesagt, das länge heute nicht mehr bis ans Meer, erklärt er. Aber sie wollen halt unbedingt auch noch deine Meinung hören. Die Biene muss die beiden Käfer auch enttäuschen. Der Saltaro hat recht. Es ist wirklich ein langer Weg. Heute geht das also nicht mehr. Aber wie weit würden wir dann noch kommen? Fragt der Puntino. Am besten fliegen wir heute gar nicht mehr weiter, meint Sumsum. Jetzt, am Nachmittag, haben wir einen ziemlich starken Gegenwind und gegen den Wind fliegen ist sehr, sehr anstrengend. Das stimmt. Das hat der Puntino selber schon erlebt. Also es ist wirklich gescheiter, wenn er bis morgen wartet, sagt Biene. Am Morgen bläst der Wind gegen das Meer zu und macht uns Fliegen viel leichter. Mit seiner Hilfe sind am Mondabend dort, wo die Erde aufhört und das grosse Wasser anfängt. Die beiden Käfer bedanken sich für den guten Rat. Ist gern geschehen, sagt Sumsum. Es hat mich sehr gefreut, euch zwei kennenzulernen. Aber jetzt muss ich schleunigst heim, sonst heisst es im Bienenstock noch, ich sehe eine Faulenzerin. Sum! Und schon ist die Biene fort. Gleich darauf macht sich auch der Saltaro auf den Heimweg. Zum Abschied reibt er seine langen, zackerten Hinterbeine aneinander. Das gibt einen ganz eigenartig schönen Ton. Fast wie von einer Geige. Arrivederci, macht's gut, ihr zwei! Zirpt er und jagt dann mit langen Gümp über die Wiese davon. Danke, Saltaro, und auch dir alles Gute! Rufen die Käfer hinter ihm her. Aber das gehört der Heugümper schon nicht mehr. Der Puntino und der Verdino sind jetzt wieder alleine. Sie hören auf den Rat der Bienen und suchen sich auf der Wiese einen guten, sicheren Platz für die Nacht. Sie müssen aber pressieren. Unterdessen hat nämlich dicke, dunkle Wolken die Sonne verschluckt. Es sieht ganz nach einem Gewitter aus. Sie finden gerade noch rechtzeitig ein Plätzchen unter den Blättern von einer grossen Blume. Dann fängt es an zu regnen, blitzen und donnern. Wo die zwei Käfer das Gewitter sehen, sind schon noch froh, dass sie schön am Schermen sitzen und nicht irgendwo unterwegs sind. Nach einem Zeitchen hat sich das Gewitter ausgetobt. Und schon bald schaut die Abendsonne wieder zwischen den Wolken durch. Die Regentröpfen an den Gräsern sehen aus wie glitzerige Diamanten. Und am Horizont gibt es einen wunderschönen, leuchtigen Regenbogen. Da kräseln der Puntino und der Verdino unter ihrem Blätterdach wieder führen und suchen sich etwas zum Essen. Wo ihre Bäuche voll sind, gehen sie wieder zu den grossen Blumen zurück. Aber jetzt räuchen sie nicht mehr unter die Blätter. Nein, sie sitzen oben drauf und geniessen den schönen Abend. Und sie sind nicht alleine. Ganz viele Grillen hocken vor ihren Löchern und machen ein tolles Konzert. Das Giegen und Zirpen erinnern die beiden Käfer an Saltaro. Wo ist auch der nette, freundliche Heugümper? Langsam wird es dunkel. Bald taucht ein goldiger Stern nach dem anderen am Nachthimmel auf. Und auch der Mond zündet seine Laternen an. Da geinert der Verdino fest und sagt: Oh, bin ich müde. Gute Nacht, Puntino. Ist schön mit dir unterwegs zu sein. Danke, Verdino, sagt der Marienkäfer.
Ich habe doch auch Freude, dass ich mit so einem guten Freund eine Reise machen kann. Fuss gut! Gleich darauf schlafen sie schon fest. Nur hier und da zittert dem Fühler oder zuckt dem Flügel. Ob sie echt vom Meer träumen? Am nächsten Morgen weckt ein kräftiger Windstoß die Käfer schon beim Sonnenaufgang. Es ist heute ziemlich stürmisch. Über den Himmel jagen ganz viele Schäfliwolken. Das sieht so aus, wie wenn die Schäfliwolken würden Fangnis spielen. Gerade als der Puntino und der Verdino mit dem Zmorgen fertig sind, kommt Summ Summ noch schnell vorbei. Summ! Grüßt sie und hat nicht einmal Zeit zum Absitzen. «Ich bin im Schuss. Ich muss gerade wieder arbeiten. Aber ich sehe, ihr seid schon startklar und heute haben wir wirklich ganz tolles Flugwetter. Viel Glück!» Der Wind bläst jetzt gegen Westen. Genau wie Zumsum das gestern vorausgesagt hat. «Bist du bereit?» fragt der Puntino seinen Freund. «Ja klar, von mir aus kann es losgehen», sagt der Verdino. «Du fliegst voraus und ich bleibe immer noch hinter dir, damit wir uns ja nicht verlieren.» «Achtung! Fertig! Los!» ruft der Puntino. Und die beiden gumpen mit ausbreiteten Flügeln in die Luft. Ein wilder Wind fängt sie auf. «Flüget mit mir! Käfer, flüget!» brust er und dreht sie mit sich fort. «Ho, ist das ein toller Flug!» Gegen den Mittag flaut der Wind ab. Und seine Stimme tönt schon viel sanfter. «Wohin geht denn eigentlich eure Reise?» will er wissen. «Bis ans Meer», sagt der Verdino. «Dort bin ich nämlich daheim.» «Aha», so säuselt der Wind. «Ans Meer? Dann sind ihr ja mit mir schon mehr als die Hälfte von der Strecke geflogen. Leider kann ich euch nicht mehr weiterhelfen. Ich bin müde. Ich muss unbedingt schlafen. Aber ihr arbeitet jetzt sicher auch ohne mich bis zum Meer. Und dort treffen wir uns dann wieder. Gute Reise.» Jetzt ist seine Stimme nur noch ein ganz leisliches Flüstern. «Vielen, vielen Dank für deine Hilfe, lieber Wind», rufen die beiden Käfer. Aber da bewegt sich schon kein Lüftchen mehr. Der Wind ist eingeschlafen. Jetzt müssen der Puntino und der Verdino wieder aus eigener Kraft fliegen. Das geht halt nicht mehr so ring wie mit dem Wind. Und sie kommen natürlich auch nicht mehr so schnell vorwärts. Aber tapfer fliegen sie immer weiter gegen Westen. Die Landschaft hat sich verändert. Es gibt keine grünen Hügel mehr. Dafür eine weite, ziemlich trockene Ebene. So richtig grün sind da nur noch gerade die Ufer von einem breiten Fluss, der in grossen Schlaufen durch die Gegend fließt. Von oben aber sieht er aus wie eine riesige, grün-blaue Schlange. Die Käfer brauchen eine Pause. Sie landen auf einem Gebüsch am Flussufer. Da ist es angenehm kühl und zu essen gibt es auch mehr als genug. Aber der Verdino kann einfach nicht essen. Er ist viel zu aufgeregt. «Die Luft ist da schon anders», sagt er. «Ich glaube, ich schmecke es mehr. Es muss da in der Nähe sein.» Da hört auch der Puntino auf essen und fragt seinen Freund ganz verdutzt. «Ja, kann man denn das Meer schmecken?» Der Verdino will jetzt aber nicht alles lang und breit erklären. Er kann auch gar nicht mehr ruhig sitzen. «Komm doch endlich», bettelt er. «Wir fliegen weiter! Ich bin schon total nervös!» «Okay, okay, ich bin ja schon unterwegs», sagt der Puntino und fliegt wie der Blitz davon. Jetzt muss sich der Grünling aber gewaltig anstrengen, dass er einen Marienkäfer noch nachmacht. Es wird Abend. Die Sonne geht unter und sie leuchtet rot. Beide Käfer sind sehr müde. Ja, es war auch ein langer Tag.
Aber plötzlich überholt der Verdino seinen Freund und juchzt: «Das Meer! Das Meer! Ich sehe das Meer!» Fast hat er dabei in der Luft einen Purzelbaum geschlagen. Der Puntino schaut umeinander. «Das Meer? Wo denn?» Er sieht nie ein grosses blaues Wasser. Vor ihm gibt es nur ganz viele grüne Bäume und hinter den Bäumen eine riesige rot-goldige Fläche. Der Marienkäfer hat aber keine Zeit zum Überlegen. Er muss aufpassen, dass er den Verdino nicht aus den Augen verliert. Der Grünling ist nämlich überhaupt nicht mehr zu bremsen. Fast im Sturzflug steuert er auf die Bäume zu. So überdreht kennt der Puntino seinen Freund ja gar nicht. Die beiden landen in einer Baumkrone und müssen zum ersten Mal wieder richtig durchschnaufen. Solche Bäume hat der Puntino noch nie gesehen. Sie haben lange, weiche Nadeln, tragen grosse, runde, braune Zapfen, die wunderbar nach Harz schmecken. Aber es sind gleich keine Tannen. Die haben ganz eine andere Form. «Das sind eben Pinien», erklärt der Verdino, wo er wieder reden kann. «Und wenn so viele beieinander stehen wie hier, ist das eben ein Pinienhain.» «Sind wir denn jetzt in deinem Pinienhain gelandet?» fragt der Puntino. «Ja», ruft der Verdino. «Heute Nacht schlafen wir hier und morgen Morgen suchen wir meine Leute.» Jetzt weiss der Puntino zwar, was ein Pinienhain ist, aber wo ist das grosse blaue Wasser? «Zeigst du mir, wo das Meer ist?» fragt er seinen Freund. «Dort», sagt der Grünling und zeigt auf die riesige Fläche hinter dem Pinienhain. Der Marienkäfer schaut nochmal an. «Ja, da hat es Wasser. Sehr viel Wasser sogar. Die rot-goldige Farbe hat sich jetzt in ein silbriges Grau verwandelt.» «Aber es ist ja gar nicht blau», sagt der Puntino. Er ist enttäuscht. «Wenn die Sonne untergeht, taucht sie ins Meer in rotes Gold», erklärt der Verdino. «Jetzt in der Dämmerung sieht es aus wie flüssig Silber und in der Nacht ist es dann fast so dunkel wie Tinte.» «Und wann ist das Grosswasser endlich blau?» will der Puntino wissen. «Du musst noch ein bisschen warten», sagt der Verdino geheimnisvoll. «Wart bis morgen, dann wird es mehr so blau sein wie deine kleinen Glockenblumen.» Es wird Nacht und die beiden Käfer kuscheln sich aneinander. Der silbrige Schein auf dem Meer ist verloschen. Ruhig, dunkel und geheimnisvoll liegt das Meer da. Dann steigt der grosse, runde Mond am Himmel auf und malt eine breite, glitzerige Bahn übers Wasser. «Jetzt verstehe ich, wieso du Heimweh gehabt hast nach dem Meer», sagt der Puntino zum Verdino. «Es ist wirklich wunderschön.» Am nächsten Morgen weckt der Wind die zwei Käfer. Er bläst durch die Bäume so fest, dass Bienenzapfen auf den Boden purzeln. «Ich sehe, ihr seid auch ohne meine Hilfe gut angekommen», hören sie vertraute Stimme. «Das freut mich.» Dann braust der Wind aufs Meer raus. Die Sonne lacht am blauen Himmel. Und das Meer ist endlich blau. Aber es liegt nicht mehr still und ruhig da wie gestern. Der Wind treibt auch mit dem Meer sein Spiel. Die Wellen tanzen nach seiner stürmischen Musik und schmücken sich dabei immer wieder mit weissen Schaumkrönchen. Der Puntino staunet. Das Meer hat so viele Gesichter. Aber der Verdino hat keine Zeit zum Staunen. Er putzt und strickelt sich. Immer wieder fahren die Vorderbeine über die Fühler, bis kein einziges Stäubli mehr dran klebt. Und die Flügel werden so lang poliert, bis der Goldschimmer fast grün verdeckt. Wie sehe ich aus?» fragt er seinen Freund, als er mit den Putzen endlich fertig ist. «Wunderschön!» sagt der Puntino. «Aber sag, wieso machst du dich eigentlich so speziell schön?» «Für meine Familie und meine Freunde», sagt der Grünling. «Und weisst,
da gibt es auch noch ein Käfermeidli, das mir schon immer besonders gut gefallen hat. Hey, bist du etwa verliebt? Grinst der Puntino. Das hast du mir gar nicht erzählt. Der Verdino wird gerade ein bisschen rot und sagt nur, es könnte nichts schaden, wenn du dich auch rausputzen würdest. Deine Fühler sind noch ganz verstrubbelt. Mit durch den Bienenhain fließt ein Bach zum Meer. An seiner Böschung wachsen Büsche, Binsen, Blumen und Gras. Am rechten Ufer, wo die sieben Pflanzen besonders nahe beieinander stehen, war schon immer der Lieblingsplatz der Grünlinge. Und an dieser Stelle suchen die beiden Freunde jetzt nach dem Verdino seiner Familie. Aber heute ist weit und breit kein Grünling herum. Die beiden Käfer suchen jedes Blatt ab. Kriechen an den Binsen auf und ab und schauen in jeden Blumenkelch hinein. Nichts. Traurig sitzen sie schliesslich ins Gras. Ein Verdino stehen die Tränen zuvorderst. Was sollen sie jetzt machen? Wo sie so traurig am Bach hocken, hören sie plötzlich ganz in der Nähe ein verzweifeltes Surren. Sie gehen dem Ton nach und finden eine kleine Fliege mit feinen, blaugrünen Flügeln, die sich in einem Spinnennetz verfangen hat. «Helfet mir!» bettelt die Fliege und sabbert dabei ganz wild umeinander. «Ich komme da allein nicht mehr raus!» «Hör auf zu sabbeln!» sagt der Puntino. «Du machst alles nur noch viel schlimmer!» Schnell lösen die beiden Käfer die Fliege aus dem Netz. Es ist ja höchste Zeit. Die Spinne kommt nämlich schon mit ihren langen Beinen übers Netz zu laufen. Aber sie kommt spät. Die kleine Fliege ist schon wieder frei. Die Spinne ist wütig. «Was geht euch in mein Netz um meinen Fang an?» schimpft sie und schaut den Verdino und den Puntino giftig an. Dann verkriecht sie sich wieder hinter ein Blatt und schaut dort auf ihr nächstes Opfer. Die kleinen Flüge zittern vor Schreck am ganzen Körper. «Ich heiße Mosca», sagt sie, wo sie sich wieder beruhigt hat. «Danke viel, viel mal, dass Sie mir das Leben gerettet haben.» Dann putzte sich die grusigen, klebrigen Spinnenfäden weg. Wo die Mosca wieder sauber ist, sitzt sie zu den beiden Käfern und fragt: «Wieso sehen denn ihr zwei so traurig aus? Kann ich euch irgendwie helfen?» «Vielleicht kennst du das wirklich», sagt der Verdino. «Wir suchen nämlich meine Familie und meine Freunde. Du kommst doch weit herum und kennst sicher jede Ecke. Hast du sie noch einmal gesehen?» Die Mosca überlegt kurz. «Du musst der Verdino sein», sagt sie dann und schmunzelt über das verdutzte Gesicht vom Grünling. «Wieso kennst du meinen Namen?» will der Verdino wissen. Die Fliegen lachen. «Alle kennen deinen Namen. Du bist doch berühmt. Deine Familie und deine Freunde haben tagelang den ganzen Bienenhain nach dir abgesucht, wo du verschwunden bist.» «Und wieso ist heute kein einziger Käfer rum?» will der Verdino wissen. «Weil sie jetzt einen neuen Lieblingsplatz haben, bei den grossen Pestwurzelblättern am anderen Ufer.» Die Mosca fliegt schnell eine kleine Runde und sitzt dann nochmal ab. «Es geht!» sagt sie zufrieden. «Alles funktioniert wieder prima! Aber ich muss jetzt gehen. Ich habe darum mit einem ganz tollen Verehrer abgemacht. Ich bin ja so verliebt. Darum habe ich wahrscheinlich vorher zu wenig gut aufgepasst. Also, adieu. Und noch einmal ganz herzlichen Dank für eure Hilfe.» «Wir danken auch», sagen Käfer. «Pass auf dich auf und noch viel Glück mit deinem Schatz.» Die kleinen Flügel schwirrt davon. Ihre feinen, schönen Flügel leuchten im Sonnenlicht noch einmal ganz kurz auf. Und dann ist sie verschwunden. Der Verdino und der Puntino müssen den Bach nicht lang suchen. Bei den Pestwurzelblättern wimmelt es nur so von grün-goldigen Käfern. Das ist dann ein Jubel, wo Grünling die beiden Freunde sehen. Die ganze Käfergemeinde freut sich wie verrückt, dass der Verdino wieder daheim ist. Und auch der Puntino wird herzlich in die Familie aufgenommen. Natürlich wollen alle wissen, was die zwei Käfer in der Fremde erlebt haben. Schließlich trifft man ja nicht jeden Tag so weit gereiste Tiere. Nicht nur einmal, nein. Gerade ein paar Mal müssen die beiden Freunde ihre aufregenden Abenteuer erzählen.
Der Verdino muss auch überhaupt keine Angst mehr haben, dass er wegen seinem halben Hinterbein, das ihm fehlt, ausgelacht wird. Im Gegenteil. Mit seinen 5,5 Beinen ist er jetzt erst recht ein Held. Und auch das besonders hübsche Käfermädchen bewundert ihn sehr. Später gibt es am Bach ein grosses Käferfest mit Käfermusik, Käfertanz und Käferwein. Der Verdino tanzt den ganzen Abend mit seinem hübschen Käfermädchen und vergisst dabei ganz, dass er nur noch 5,5 Beine hat. Das tolle Fest geht die ganze Nacht lang. Und erst, was schon wieder taget, gehen die Grünlinge endlich ins Bett. Auch die beiden Freunde machen sich auf den Heimweg. Aber dem Puntino ist irgendwie komisch zumut. Hat er echt doch zu viel von dem verflixten, süßen Käferwein getrunken? Er kann nämlich kaum mehr gerade ausfliegen. In seinem Kopf wirbeln Glockenblumen, Bienen, Schmetterlinge, Sonnenblumen, Heugümper, Fliegen, Kleeblumen und Spinnen wild durcheinander. Und rundum ist es auch nicht mehr so, wie es gestern am Abend war. Der Bach, die Bienen, das Meer, alles ist verschwunden. Aber ganz in der Nähe hört er Glockenläuten. Der Puntino weiss wirklich nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Und wo ist eigentlich der Verdino? Ah, da vorne fliegt er ja. Wart auf mich, mein Freund, rief der Marienkäfer. Da schaut der Grünling zurück und sagt ganz lieb: Ciao, Puntino. Vergiss mich nicht. Mille auguri, 1000 gute Wünsche für dich. Dann fliegt er davon. Der Puntino will ihm nah, aber er kommt einfach nicht mehr richtig für sie. Verdino, lass mich jetzt nicht allein, bettelt er. Aber der Verdino fliegt immer schneller und immer höher rauf. Er wird immer kleiner und kleiner, bis er nur noch ein winziger Punkt mitten in der Sonne ist. Dann ist er verschwunden. Der Puntino ist wie gelähmt. Er vergisst sogar zu fliegen. Wie ein kleiner Kieselstein geht er auf die Erde runter. Zum Glück landet der Marienkäfer in einem Blumenbeet. Puntino, hört da jemand rufen. Verwach endlich, du Schlafkappe. Der Frühling ist da und die Osterglocke läutet. Hast du denn immer noch nicht genug geschlafen? Die Stimme kommt ihm irgendwie bekannt vor. Aber wem gehört sie? Vorsichtig macht der Puntino die Augen auf und blinzelt ins helle Licht. Wo bin ich? Fragt er verwundert. Eine helle, fröhliche Stimme lacht. Du bist genau dort, wo du im letzten Herbst eingeschlafen bist. Im Blumenbeet. Auf einmal ist der Puntino hellwach. Er ist daheim, auf der grossen Dachterrasse in Malcantone im Tessin, zmitzt in den Tulpen und Osterglocken. Er hat in diesem Blumenbeet seinen tiefen Winterschlaf gemacht. Und aus dem ist er jetzt gerade verwacht. Er war also gar nie richtig fort. Sein Flug in den Norden, seine Reise ans Meer, seine Abenteuer, ja sogar der Verdino, alles war nur ein wunderbarer, langer Traum. Jetzt weiss auch der Puntino wieder, wem die liebste Stimme gehört. Der Nerina. Genau da sitzt sie, seine Freundin direkt neben ihm. Aus dem netten kleinen Marienkäfermeidli vom letzten Sommer ist es Marienkäferfräulein geworden. Und erst noch ein hübsches. «Bist jetzt endlich wach?» fragt Nerina. «Ja», sagt der Puntino. «Ich glaube schon.» Ganz lieb streicht er mit seinen Fühlern über ihren Kopf. Es ist schön, wieder daheim zu sein. Und schon bald wird Käferhochzeit gefeiert. Auch wenn der Puntino nur einen einzigen Punkt auf dem Rücken hat, so ist er jetzt der glücklichste Marienkäfer auf der ganzen Welt. Nur manchmal, wenn in besonders schönen Sommernächten ein grosser, runder Mond am Himmel aufsteigt, dann spürt der Puntino ein bisschen Heimweh nach Italien. Dann erzählt er seiner Nerina und den Freunden auf der Dachterrasse von seinem Traum.
von den verschiedenen Blumen, die er auf seiner Reise kennengelernt hat. Vom freundlichen Saltaro und von der hilfsbereiten Sumsum. Vom stürmischen Wind und von der unvorsichtig verliebten Mosca. Vom Bienenhain, der so fein schmückt. Und natürlich von dem wunderschönen, grossen blauen Wasser. Am allerliebsten erzählt der Puntino von seinem Freund, vom grün-goldigen Käfer. Und auch wenn alles nur ein fantastischer Traum war, sein lieber kleiner Freund und Reisebegleiter Verdino vergisst der Puntino sein Leben lang nicht.